Im iranischen Staatsfernsehen verließ ein Sprecher die schriftliche Reaktion des Staatsführers Ayatollah Khamenei. Es sei die Pflicht Irans, heißt es dort, das Blut des Hamas-Führers, eines Märtyrers, zu rächen. Ismail Haniya, Anführer der Terrororganisation Hamas, lebte seit 2019 in Katar und der Türkei im Exil. Doch gestern war er im Iran, um dort an der Vereidigung des neuen Präsidenten teilzunehmen. Wenige Stunden später soll iranischen Medienberichten zufolge ein Geschoss das Haus in Teheran getroffen haben, in dem er sich aufhielt. Für Iran und auch für viele Palästinenser im Westjordanland steht fest, dass Israel Haniya ermordet hat. Die israelische Regierung will das weder dementieren noch bestätigen. Zu Ismail Haniya: Wir werden diesen Vorfall nicht kommentieren. In Beirut, in Libanons Hauptstadt, werden unterdessen die Trümmer des zweiten Angriffs auf einen Feind Israels beseitigt. In diesem Gebäude hat sich Hisbollah-Kommandeur Fuad Shukr aufgehalten. Er wird von der israelischen Regierung für den Beschuss der Golanhöhen am Wochenende verantwortlich gemacht. 12 Minderjährige kamen dabei ums Leben. Anders als im Iran bestätigt Israel im Libanon den Beschuss. Verteidigungsminister Gallant sprach heute bei einem Truppenbesuch von einem präzisen Schlag. Die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts wächst. Wir wollen keinen Krieg, aber wir bereiten uns auf alles vor. Ihr müsst im Ernstfall bereit sein. Ob es zu einem größeren Krieg in der Region kommt, hängt wohl auch davon ab, welche Taten Iran in den kommenden Tagen und Wochen auf das Statement im Staatsfernsehen folgen lässt. Die Lage in Nahost verschärft sich also. Israel muss sich gegen die Hamas im Gazastreifen wappnen und gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon. Der Iran hat Vergeltung angekündigt. Israel droht mehr denn je ein Mehrfrontenkrieg. Der Raketeneinschlag auf den von Israel annektierten Golanhöhen Ende Juli macht eines erneut deutlich. Israel hat auch neben der Hamas im Gazastreifen noch viele andere Feinde in der Region, zum Beispiel im Libanon. Die Terrororganisation Hisbollah kontrolliert faktisch den Libanon und unterstützt die Hamas im Kampf gegen Israel. Für den Tod von 12 Kindern und Jugendlichen im Dorf Majd al-Shams macht die israelische Regierung die Hisbollah verantwortlich. Seit dem Hamas-Überfall auf Israel im Oktober 2023 beschießen sich die israelische Armee und die Hisbollah an der libanesischen Grenze fast täglich. Im Süden grenzt Israel an Ägypten. Dieses Verhältnis ist historisch belastet. Zwar war Ägypten 1979 das erste arabische Land, das Israel als Staat anerkannt hat. Zuvor kämpften beide Länder jedoch in mehreren Kriegen gegeneinander. Die israelische Armee kämpft direkt an der ägyptischen Grenze im Gazastreifen gegen die Hamas. Dabei gab es auch Schusswechsel zwischen Soldaten beider Nachbarländer. Gleichzeitig ist Ägypten einer der Vermittler zwischen Israel und Hamas. Jemen ist zwar kein direkter Nachbar Israels, spielt dennoch eine nicht unwichtige Rolle im aktuellen Konflikt. Im Jemen herrscht seit 10 Jahren Bürgerkrieg. Die unterschiedlichen Akteure sind auch in Bezug auf Israel relevant. Die islamistischen Milizen der Houthi-Rebellen beschießen seit Oktober 2023 Handelsschiffe, die das Rote Meer passieren. Damit wollen sie Israel vom Welthandel abschneiden und die Hamas unterstützen. Wichtigster Förderer der Houthi, der Iran, der auch Hamas und Hisbollah in der selbsternannten Achse des Widerstands vereint. Im Jemen selbst kämpfen die Houthi vor allem gegen Regierungskräfte. Diese wiederum werden von Saudi-Arabien unterstützt. Die beiden großen Gegenspieler der Region sind eben Saudi-Arabien und Iran. Es ist ein Kampf um die Vormachtstellung in der arabischen Welt. Für Iran ist Israel der Erzfeind. Saudi-Arabien und Israel hatten sich in den letzten Jahren angenähert, wohl auch, um dem wachsenden Einfluss Irans etwas entgegenzusetzen. Seit Beginn des Gazakrieges stocken die Verhandlungen. Experten vermuten, dass der Zeitpunkt des Hamas-Angriffs im Oktober auch deshalb gewählt wurde. Gast im Studio unsere ARD-Nahost-Expertin Nathalie Amiri. Nathalie, siehst du noch irgendeine Chance auf Deeskalation? Na, es kommt jetzt darauf an, wie die Islamische Republik Iran, die Terrormiliz Hamas und die Hisbollah reagieren werden auf diese herben Verluste und auf diesen harten Schlag, den sie alle haben einstecken müssen. Ich gehe davon aus, dass Teheran nicht insofern eskalieren will, dass sie einen direkten Angriff auf Israel jetzt tätigen. Das haben sie ja schon mal getan im April. Der wurde ja vergolten und sie haben über 300 Geschosse
Richtung Israel geschickt. 99 wurden davon abgewehrt. Also Teheran hat zwar gezeigt, dass sie militärisch vielleicht so einen Angriff durchführen können, aber er nicht besonders erfolgreich dann enden wird. Insofern glaube ich, dass Teheran nicht eskalieren wird, vor allen Dingen, weil sie jetzt gerade eben diesen neuen Präsidenten haben, der einen ganz anderen Ton angesetzt hat und einen Kurswechsel eigentlich Richtung Westen, Annäherung an den Westen wieder angestrebt hat. Das ist zwar ein Spiel der Islamischen Republik und die meisten Iranerinnen und Iraner glauben diesem Spiel nicht, aber dennoch wollte er wieder den Dialog zum Westen aufbauen. Das hat er noch gesagt und dann kam eben die Tötung auf iranischen Boden. Also du siehst noch nicht die Schwelle zum Flächenbrand überschritten, vor dem so viele Menschen Angst haben. Also wir sprechen ja seit Monaten von einer Eskalationsspirale, von einem Flächenbrand, der passieren kann. Die letzten Monate haben aber auch gezeigt, dass weder die Islamische Republik noch die Hisbollah eigentlich daran interessiert sind, dass es zu einer totalen Eskalation kommt, weil sie sich militärisch, aber auch finanziell, wirtschaftlich nicht leisten können. Insofern kommt es darauf an, wie jetzt Teheran reagieren wird. Es gibt seit heute Nachmittag ein Riesenplakat in Teheran mit dem Konterfei von Haniyeh, Ismail Haniyeh. Und unter diesem Poster steht, ihr werdet eine schmerzhafte Rache erfahren. Und das steht auch auf Hebräisch da. Also es ist klar, in welche Richtung es geht. Der Ermordete war ja, also Hamas-Führer war ja zu Gast in Teheran, ist dort nicht geschützt worden. Offenbart das eine Schwäche des Iran? Auf jeden Fall. Es war ein riesen Gesichtsverlust für den Sicherheitsapparat der Islamischen Republik Iran. Es wird sogar davon gesprochen, wer zuständig war für den Schutz dieses Ehrengastes, dieses sehr wichtigen Gastes der Islamischen Republik, war die Revolutionsgarde. Und die haben es anscheinend nicht geschafft, ihn zu schützen. Und es wird jetzt sogar auch der Revolutionsgarde vorgeworfen, dass wohl die Revolutionsgarde infiltriert sei mit Mossad-Agenten. Und das ist natürlich ein enormer Gesichts- und Imageverlust der Islamischen Republik. Israel schweigt bisher. Warum der Schlag jetzt, der ja offenbar auf das Konto Israels geht? Ich kann mir vorstellen, dass Israel, es ist ein sehr gefährlicher Augenblick für Israel, aber auch ein sehr günstiger Augenblick. Das Militär ist gut aufgestellt, die Soldaten sind jetzt geschult. Die letzten 10 Monate haben sie sich im Kampf gegen die Hamas befunden. Die Amerikaner stehen ihnen zur Seite. Der amerikanische Präsident ist aber schwach, kann also nicht mehr so stark intervenieren und sie auch in die Schranken weisen. Und es wird immer wieder gesagt, dass Netanyahu auch eine Verlängerung des Krieges und einen Flächenbrand anvisiert, um auch nicht selbst im Land dann ins Visier zu gelangen und seine Immunität zu verlieren, indem es dann Neuwahlen gibt und er dann im Fokus der Kritik steht. Insofern wird das zumindest von Seiten des Iran Israel vorgeworfen, aber auch von anderen Parteien wie Präsident Erdogan in der Türkei. Vielen Dank. Und Verhandlungen über Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln liegen erstmal auf Eis. Ja. Dankeschön, Nathalie Amiri. Danke.